Das war doch vorher nicht zu. I see you found part of a pistol. What's your plan? To throw it at whatever comes at you? I don't think you've thrown anything since high school gym class. And if I remember correctly, it wasn't very impressive then, so. Danke, Typ. Vielleicht ist der Typ, der auch anruft, irgendwie unser schlechtes Gewissen oder so. Ja, problematisch ist, ich komme ja jetzt gar nicht mehr zum Dings. Ich brauche ja die Gasmaske. Hä? Ach so. Fast gleich bumm. Ja, ah, okay, auf die Fässer schießen, dann ist das weg. Also, aber ich... Hä? Die Dokumente kann ich nicht nochmal einsehen, ne? Also muss ich die Waffe erst zusammensetzen. Problem ist halt bloß, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo das hier sein soll. Wir sind im zweiten Stock. Da habe ich kein Teil. Ist aber auch fies, dass die Räume sich hier ändern. Hier komme ich immer noch nicht rein. Okay, Tonband können wir uns nicht anhören. Nur die Gasmaske aus dem Heizkeller kommen wir nicht rein. Finde den Schlitten der Pistole im ersten Stock über dem Waren. Okay, es ist schön, dass das da... Finde den Lauf der Pistole im Putzraum im Erdgeschoss. Okay, wir sind im ersten Stock, ne? Über dem... Ach, über dem Warenautomat. Lol. Entschuldigung. Ja gut, das macht Sinn. Okay, aber ich habe da keinen Tisch gesehen im Wartungsbereich. Finde den Lauf der Pistole im Putzraum im Erdgeschoss. Oder ich war noch nicht im Putzraum, das kann auch sein. Apartment. Hier ist eh zu. Oh, Schutzschraum. Ist doch hier der Putzraum, oder nicht? Aber hier ist ein Stuhl. Oder komme ich hier? Mal. This looks weak. This looks weak. Habe ich irgendwas? Natürlich nicht. Okay, wir halten fest, hier ist kein Tisch. Und das ist anscheinend auch nicht der Putzraum. Hier kann ich irgendwann rein. Okay, ist eine Batterie, brauche ich noch nicht. Im Wartungsraum ging es ja auch nicht weiter. Okay, ich dachte schon gerade, das Ding geht auf. Okay, das muss ich wegballern? Oder ist der Tisch hier gemeint? Lol, als ob das ein Putzraum ist. Warte. Von wegen. Warte mal, hier kann man doch... Ah ne, da haben wir die Kassette her. Ich wollte gerade sagen, in Virginias Apartment vielleicht gucken, ob wir uns die Kassette anhören können. Juli, dann ab in den Keller. Und das Ding zusammen gebastelt. Und dann wird losgeballert. Gott. Ich sollte halt echt weniger rauchen. Weil das... Es wird halt nicht besser. Wo waren jetzt wieder die Kackwerkbank gewesen? Okay. Alt und zuverlässig. Ist schon lange her, dass ich zuletzt etwas benutzt habe, ja. Aber dafür haben wir die Dings nicht mehr. Wie komme ich jetzt an die Taschenlampe wieder ran?
Ah, okay. Ich überlege gerade eigentlich. Wir hören uns mal erstmal Virginias Kassette an und machen dann die anderen Räume soweit fertig. Weil ich glaube auch nicht, dass uns gegen diese Viecher, also was auch immer das sein mag, uns die Pistole helfen würde. Ja, bitte. I have a feeling, a hunch if you will, that looking into your patient's death will result in a similar fate. Don't misunderstand. I want you to die. But maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Well, that would be quite funny. Ich weiß nicht, dieses künstliche Gelache. Ach, Spiel, warum hast du nur gestockt? Ah! Nein, Alter, nicht gegen die Ecke laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es schneller ist. Aber jetzt hat es mit dem Licht nicht funktioniert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann das sowieso nicht fertig machen, das Viech. Und ich wollte bloß einmal schießen. Oh, warte mal. Ich pack das nochmal rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das doppelt gemoppelt habe. Ich fand es halt bloß komisch, dass es nochmal da war. Sind wir wieder in unserem Wonderland? Scheint so. Ausnahmsweise habe ich auch mal Dings. Okay, lass mich raten, ich darf hier nicht reinfallen. Okay, das war der Laden, ne? Da. Okay, das war, glaube ich, der Laden, von dem wir da gehört haben. Ja, super, ist jetzt weg. Der geschlossen werden musste. Aber es hat sich eher so angehört, als ob's. Bringt mir das was? Weil ich hätte gedacht, sonst vielleicht die Einkaufswagen hier rein, damit ich nicht in die Suppe. Weil ich weiß nicht, ob ich in die Suppe darf. Was soll ich sagen? Achso, da sie sich ja eher wie eine Kundin anhört, habe ich nicht so das Gefühl, also würde ich, sagen wir mal so, wenig verstehen, wenn die deshalb so sehr aufgebracht ist, dass die zumachen. Ja, ich weiß nicht, was das bringt, aber ich meine, wir können hier Einkaufswagen versenken. Ich hoffe nicht, dass ich die hätte irgendwo hinstellen können. Da komme ich sowieso nicht rüber. Tschüss. Da ist noch ein Einkaufswagen und da ist, glaube ich, noch ein Tape. Hier haben wir keins, ne? Nee. Oh, wir hören uns gleich an, aber erstmal wichtig. So. Na? I can't get my food at Homa Mart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven?
No, that's even further outside where I feel safe. Ah, okay. Könnt's vielleicht erklären, wenn sie so bestimmte Anlaufstellen braucht, weil sie halt nicht weiter irgendwo raus kann aus Angstzustandssachen, sag ich mal so, oder aus gewissen Ängsten heraus, ja, dann ist klar, warum es so scheiße findet, dass der Laden zumacht, weil das so mit zu ihren, naja, als Safe Space, sag ich mal, dazugehörte. Und das jetzt halt nicht mehr funktioniert. Ja, tschüss. I understand. And believe that there is an opportunity here to work on our exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Ah, ich glaube, sie ist Angstpatientin. Okay, ich muss über den Truck, oder? Okay, hier war ich noch nicht. Hier steht noch ein Einkaufswagen. Wenn die Angst sie übernimmt, oder was heißt übernimmt, übermannt. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, was ich im... Oh nee. Doch jetzt, so tschüss. Weihnachten. Ja. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ne? Nicht, dass ich es hier, na, dadurch, dass ich das hier alles runterhaue, nicht, dass ich das im Endeffekt irgendwie schlimmer mache. Aber ich sag mal so, wenn dann richtig, ne? Und tschüss. Naja, gut. Ich hätte die niemals darüber bekommen. Also, dass man die hier alle reinbastelt. Sonst aber keinen, ne? Judy, dann wieder ab nach Hause. Aber es fehlt noch irgendwas. Gefühlt. Also ja, wir haben die Story. Oder ihre Geschichte. Das wird, denke ich mal, auch noch weitergehen. Ich glaube, bei ihr wird das noch viel, viel schlimmer werden. Ach, jetzt bin ich im Homemarkt drin. Hä? Ach so, ich dachte eine Überwachungskamera. Aber wir werden brauchen. Wir werden hier eine Schere oder sowas mitnehmen müssen. Nee, wir brauchen ja irgendwas, um draußen weiterzukommen. Oder hier und jetzt weiterzukommen. Oder in unserem eigenen Verstand. Ich bin mir noch nicht sicher, was das Hotel Arbeitsplatz so wirklich für eine Bedeutung für uns hat. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Homemarkt vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Naja, das ist doch schön. Aber wisst ihr, was sich hier super anbietet? Das ist was drin, wo ich nicht rankomme. It's no luck. What? Oh, come on. Achso, ich brauche eine Münze oder sowas, ne? Dass mich das Viech hier ständig verfolgt. Ja, ist ja in Ordnung. Aber hä? Es hat wer geklopft, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. It's unrealistically durable. Glaube ich irgendwie nicht.
Dafür liegt davon immer viel zu viel rum, zumindest in Amerika. Ja, Problem ist nur, ich komme ja da nicht rein. It's a lock with a coin slot. Du kannst die doch ein bisschen auseinanderziehen und versuchen, mit deiner Grapsche da hinten das Ding irgendwie rauszukriegen. Ich meine, das Ding werde ich ja nicht verarschen können, oder? Ach komm, Spiel, Alter. Okay, entweder suchen wir jetzt eine Münze. Okay, wir suchen wahrscheinlich eine Münze. Okay, hier brauchen wir auch eine Münze. Bloß, wo finde ich eine? Ich meine, selbst wenn im Einkaufswagen eine drin ist, dann kennst du ja selber, die Münzen kriegst du ja nie wieder raus. So, Homemarkt, wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Chorizo TM, was? 24 TV von Shinitsu. Ein Jahr Garantie auf alle Elektro-Einkäufe über 100 Dollar. Eingebaute Videorekorder, sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle schnurlose Telefone 20% reduziert. Okay, ist das schon ein Hinweis auf ein Rätsel? Maybe? Ich hoffe aber auch, die lagern hier Batterien, ne? Wenn ich hier sowieso die Taschenlampe länger brauche. Okay. Offiziere! Zu Ihrem eigenen Sicherheit seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Aber warum Offiziere? Ach toll, den kann ich jetzt wieder. Mit dem kann ich jetzt wieder rumspielen. Seit dem Vorfall ist es. Was? Ist hier ein komisches Gefühl. Irgendwas, etwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber was war das für eine Tante? Locke die Beobachterin zu den Spiegeln. Vier übrig. Jo, top. Sharp as a knife. Aha. Okay, halte den zerbrochenen Spiegel ganz nah. Er sieht mehr, als du es jemals könntest. Schau in den Spiegel, schau den Ängsten ins Gesicht. Ah, lol, damit kann. Aber kann ich sie damit auch. Kriege ich sie damit auch irgendwie weg? Okay, das kann ich nicht nehmen. Die Sache ist bloß, war das jetzt fatal, dass ich sie angeguckt habe? Also, mir ist ja nicht nur nichts passiert. Das hat man im Dings auch gesehen. Not my fault, ja. Okay, sie ist da hinten. Ah, nein, jetzt ist der Dings im Weg. Wie fies! Okay, ich gönn mir mal was. Ach nee, das sind Pistolenkugeln. Lol. Hä? Ach, das ist draußen. Okay. Könnte ein bisschen
Könnte noch ein bisschen dauern. Glaube ich auch draußen. Archiv. Okay, sie schwubbelt darum, aber ich muss erstmal den nächsten Spiegel finden. Wenn ich den nächsten Spiegel habe, kein Problem. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Das Ding ist bloß, ich habe da keinen Spiegel gesehen, nichts. Und hier komme ich ja nicht so einfach auf die andere Seite, ne? Oder nicht? Hä? Warte mal, ich war doch gerade da, oder? Nein. Nicht Bib. Hä? Bin ich nicht gerade von hier gekommen? Was interessiert mich, was das Rote da ist? Bitte lass ein Spiegel sein. Shit. Nein, das ist Licht. Doch hier. Oh, der ist ja schon kaputt. Ah, scheiße, warum werden mir die blöden Kaputten angezeigt? Shit. Das ist wirklich shit. Dreck, Alter. Wetten, ich werde jedes Mal wieder zum selben scheiß Spiegel zurückkehren, der am Arsch ist. Nein. Alter, wie komme ich denn in die scheiß Kantine rein? Ja, nee, da war ich ja gar nicht. Nein, 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 nein. Oh, blödes Kackding, Alter. Ich werde hier wirklich sterben, ne? Bloß weil ich keinen scheiß Spiegel finde. Außer die, die schon arschen. Ja, toll. Ungünstig. Hä? S4. Ach ne, $4. S4. It's the item scanner. No luck. Als eine Art zwei Fliegen mit einer Münze schlagen, kombinieren wir den Verkauf unserer neuen Postkartensammlung mit unseren frisch geprägten Home-Markt-Münzen. Kunden, die ihre bestimmten Mengen Postkarten an der Kasse kaufen, erhalten je eine Home-Markt-Münze. Ist das nicht herrlich kreativ? Ihre individuellen Beiträge werden unter einem Kassenzettel aufgeführt. Postkarte im Angebot. Home-Markt. Spiegelscherbe beim wichtigen Gegenstand Bedrohung zu finden. Was? Hau doch mal mit dem Overlay-Ding hier ab. Ja. So, wir waren noch nicht fertig. Home-Markt Postkarte, Icarus Point Postkarte, Meier Postkarte. Okay, steht auf jeden Fall überall da, wo sie ist. Allgemeine Abteilung bei den Kassen, allgemeine Abteilung bei der Elektronik. Elysium State, Park, Milch und was? Fleischabteilung. Ein Gegenstand kann mehrmals gescannt werden. Anderson. Ja, das ist toll. $5. Ja. Okay, wir brauchen aber erstmal die 4 Postkarten zum Einscannen, ne? Hier brauchen wir 2,50. Aber ich will erstmal die alten loswerden und 3,99. Aber wenn der.
die zwei Spiegel angezeigt. Okay. Preis 2 Dollar. Das ist aber schon mal sehr schön. Ich weiß, es ist sehr, sehr dunkel, aber... Nein. Ich hab da gar nichts gemacht, Mann. Okay, da haben wir noch eine. Okay, 50 Cent Postkarte. Ja, schön, die ist da drin und dafür brauche ich erstmal eine Münze. Mal gucken, ob ich die alte... Ob ich die alte so irgendwo sehe. Ganz schön. Bip. Ah, toll. Ein und ein HP. Willst du mich verarschen? Die zieht mir jedes Mal 10 ab, Mann. Ich fress mich erstmal durch. Aber halt ohne Spiegel ist das kacke. Habe ich noch mehr zu futtern hier? Und es fehlen noch Postkarten. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit einer... Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas... was eine krumme Zahl hat. Nein! Oh Junge! Nerv doch nicht! Oder Spiel, gib mir einen anderen Spiegel, Alter! Oh Junge! Dämliche Truller! Nein. Okay, sie bewegt sich, aber ich will... Wo ist jetzt der kaputte Spiegel? Okay, das ist straight up hinter uns. Warte. Ich glaube noch nicht, das war bei... Na okay, doch, der ist ja kaputt. Also war mal da schon. Yay! Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ach, mach Sachen. Ich mache ihr da keine Vorwürfe, aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilf ihr, darüber nachzudenken. Zeig ihr, was sie sehen muss. Ja. Ja. Würde ich gern. Aber ich habe halt bloß diesen... Ich hab doch... Nee, doch, ich habe zwei kaputt gemacht bisher. Da hinten ist noch was Blaues. Da brauche ich aber eine Münze für. Da sind die Kassen. Und sie, also, sie schwebt rum. Ich verstehe aber nicht, warum wir bloß anscheinend zwei intakte Spiegel haben. Oder hatten. Okay, vielleicht ist hier noch einer. Ja, ist ja in Ordnung. Wartung, in den Luftschächten über der Elektronikausstellung gibt es Ratten. Das erklärt den Geruch. Wir können die Ausstellung nicht öffnen, bis alle Luftschächte gesäubert wurden, zumal sie direkt über der Spiegelfläche sind. Gehen Sie im Kompressorraum im Ostflügel in die Luftschächte und säubern die alles. Anderson. Okay, ich muss also über Luftschächte da rein.